ist ja ein komischer Kauz. Und ja, Emoen hat halt Stufe 4. 32 durch 4. Ich glaube, das kann ich mir auch irgendwo angucken. Steht das so hier? Also ja, 32 durch 4 sind 16, sind 8. Sie hat, glaube ich, nur 5 pro Level. Ich verschwinde jetzt. Wie ihr wünscht. Also Sopana, weil sie einfach keine Konstitution hat. Kleine Pause geht in Ordnung. Zaubern ist nicht so einfach, wie es bei mir aussehen mag. Ich bin müde. Ich suche nach starken Männern wie euch. So, Joen raus. Was wollt ihr? Ich muss mich ausruhen. Okay, auf Stufe 2 hat sie 9 und nach dem Stufen hat sie dann 15. Ja. Auch gut. Könnt mir ja mal eure Meinung so in die Kommentare schreiben, ob ich Safana behalten soll oder ob ich sie wieder gegen Emo enttauschen soll. Ups. Sie ist halt nicht so gut mit dem Bogen wie Emoen, weil wir ihr den Bogen noch nicht beigebracht haben. Wie ihr wünscht. So, Safanas Schatz. Wir haben beschlossen, Safana bei ihr zu helfen, einen von den Monstern bewachten Schatz zu bergen. Sie war sehr geschickt, als es darum ging, uns um Hilfe zu überreden. Die Bucht, wo sich der Schatz befindet, liegt irgendwo an der Küste südlich von Kerzenburg. Also ja, hier irgendwo. Da das aber, glaube ich, keinen Timer hat, müssen wir das nicht gleich machen. So, das heißt zurück nach Naschke. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wir kommen schon wieder hier raus. Das heißt, wir rasten nochmal, dass alle wieder fit sind. Ja, mein Schatz. Ah ja, Konstitution von 10. Jai Kales. Für euch tue ich alles. Und ihre Stimme, wenn ich sie auswähle, ist auch etwas komisch. Aha. Ja, mein Schatz. Für euch. Ja, mein Schatz. Ja? Könnte ich bitte Emoen wieder haben? Ehrlich gesagt, will ich Emoen wieder haben. Ich weiß, das ist lahm. Wie ihr wünscht. Aber gebt mir Emoen zurück. Also, nachdem wir knapp den Sirenen kommen sind, denken wir, dass es besser ist, diesen Ort zu meiden noch. Wie ihr wünscht. Und Emoen ihr Zeug zurückzugeben. Ah ja, Chartil, die tue ich auf jeden Fall auswechseln.
Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ratten gab's hier noch nie. Darauf könnt ihr euch aber verlassen. Und ganz ehrlich, nach dieser unnötigen Reise mal ein Met. Am besten zwei. Und einmal richtig schlafen. Und fertig. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu... Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Die Geschäfte laufen schlecht. Kein Wunder bei der Eisenknappheit. Ja, Bastardschwerter sind doch was wert. Also kaufen wir die mal. Noch. Die ganzen Bücher sind eigentlich nichts wert. Die könnten wir irgendwo bunkern. Wie ihr wünscht. Da in den Fässern. Tja, Minsk liegt halt immer noch hier rum. So. Aha. Jetzt rette ich die Lage. Gut. Ja, ihr braucht nur das, das Buch, was wir für Firebeard finden sollten, ist eh nicht dabei gewesen. Hm, dann hier lang. Gut, haben wir jetzt zwei Folgen zu viel. Feinde haben ihnen aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Zum Gruße und wohlan. Wohlan, Reisender. Kommt nicht näher, Reisender. Was wollt ihr? Wohlan, Reisender. Reisender? Ach, das ist das Netteste, was ich seit Wochen gehört habe. Okay. Diesen hier sollten wir zuletzt töten, Senjak. Er hat so gute Manieren. Ihr könnt es gerne versuchen, Elf. Jetzt mal ganz ruhig. Es gibt keinerlei Grund für das Aufkommen von Gewalttätigkeiten. Übergebt uns eure Besitztümer, dann könntet ihr überleben. Ihr wirkt nicht sehr überzeugend, Wegelagerer. Nur 5 Mann gegen unsere Gruppe. Es sieht nicht gerade... Es steht nicht gerade zu euren Gunsten. Ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ihr solltet auf Senjak hören, mein Freund. Möglicherweise habt ihr bereits unsere Verbündeten bemerkt, die eben jetzt, während wir miteinander sprechen, mit Pfeilen auf eure Herzen zielen. Zieht eine Klinge und sie werden euch niedermachen. Wenn ich schon sterbe, werde ich euch wenigstens mitnehmen. Vielleicht könnten wir verhandeln. Versuchen wir mal badische Diplomatie. Also gut. Leert eure Taschen und... Was ist denn da hinten los? Das ist unmöglich. Senjak, Dorothea, ich habe geschworen, dass ich eines Tages das Leben aus euch herausquetschen würde. Heute ist dieser Tag. Dorn, ihr solltet tot sein oder in einem Luskaner Kerker verrotten. Wie habt ihr uns gefunden? Freut mich, euch zu sehen, Dorn. Euch zurückzulassen war allein Simeons Idee. Er ist es, den ihr wollt, nicht wir. Ich habe nur Befehle befolgt, ist die Ausrede eines Feiglings. Und ich habe nicht vergessen, was ihr gesagt habt, als ich eure Annäherungsversuche zurückgewiesen habe. Was für Annäherungen? Sie würde sich nie mit einem Halborg einlassen, schon gar nicht, solange sie mich hat. Ihr habt euch nicht verändert, Dorn. Ihr seid genauso dumm, wie ihr hässlich seid. Sagt es ihm, Dorothea. Senjak war der Erste, der Simeon zugestimmt hat. Er hat euch schon immer gehasst. Aber ihr wisst doch, dass ich nichts empfunden habe. Dorothea, was sagt ihr da? Ah, natürlich. Ein Ablenkungsmanöver.
Aber scheinbar ist dieses grobschlächtige Halbblut für das Aufgehen des Plans zu einfältig. Vorwärts, Männer! Ihr beide seid wimmernde Feiglinge, die sich genauso leichtfertig gegeneinander wenden wie gegen mich. Die Hälfte eurer Männer ist bereits tot. Ihr werdet euch ihnen bald anschließen. Nicht zwangsläufig. Wir haben euch schon einmal geschlagen, Dorn. Und wir können das jederzeit wiederholen. Zum Angriff! Okay, mal kurz gucken. Wir erleichtern sie mal um ihre Tränke und um ihren Helm. Nehmen wir auch ihren Kettenpanzer ab. Wie kann ich helfen? Okay, erst die Bogenschützen, da die auf uns schießen. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Okay. Worum geht ihr braucht? Nur zu fragen. Sterben sollte er nicht gerade. Jetzt ist er unverletzt. Was ist es diesmal? So, sie ist schon mal weg. Ihr scheint überrascht. In der Regel verlasse ich mich nicht auf die, die an meiner Seite kämpfen. Möglicherweise könntet ihr da eine Ausnahme bilden. Vielleicht, was lief da zwischen euch und diesen Banditen und wer seid ihr überhaupt? Mein Name ist Dorn Ilkan und ich habe eine alte Rechnung beglichen. Ich habe diese beiden nun schon seit über einem Jahr gejagt. Zwei erledigt. Zwei stehen noch an. Was genau war das, als ihr sie niedergestreckt habt? Ich sah eine Art Geistererscheinung. Das geht euch nichts an. Außer ihr sucht nach einem starken Waffenarm, der euch unterstützt. Ihr seid ein finsterer Streiter, nicht wahr? Ich bin ziemlich beeindruckt und könnte einen Mann wie euch gut gebrauchen. Ich verstehe, nun dann lebt wohl. Ihr seid ein finsterer Streiter, nicht wahr? Sehr scharfsinnig. Vermutlich habt ihr eine Menge Fragen über den Ursprung meiner Kraft. Denkt besser nicht weiter darüber nach. Ich hatte stets auch schon nach Gefährten mit nützlichen Fähigkeiten. Hättet ihr Interesse, euch mir anzuschließen? Finstere Streiter stehen immer mit einem Bein im Biss, nicht wahr? Ich denke, es wäre besser, wenn ich euch jetzt verlasse. Nehmen wir die Eis. Augenblick, seid ihr. Und wenn dem so wäre? Ich habe von euch gehört. Von euren Fähigkeiten. Mit euch zu reisen, könnte bei meinem Rachefeldzug hilfreich sein. Und meine Kraft wäre für euch sicher von Nutzen. Eventuell, aber bevor ich eure Unterstützung annehme und euch im Gegenzug die meine anbiete, bei wem genau wollt ihr euch rächen? Meine einstigen Gefährten haben mich verraten und in einem luskanischen Gefängnis zum Verrotten zurückgelassen. Ich habe das letzte Jahr damit verbracht, sie ausfindig zu machen. Nach Senjak und Dorothea bleiben noch zwei weitere. Verstehe, Verrat muss bestraft werden. Ihr könnt mich auf meinen Reisen begleiten. Ich habe ein zunehmend ungutes Gefühl, was diesen Kerl angeht, Benno hier. Sehr weise. Wir werden eine blutige Schneise quer durch die Schwertküste ziehen. Gut. Dann leb wohl, Schartier. Männer sind so. Verdammt, man verliert einen Kampf gegen einen einfältigen Rüpel vom Mann und dann sowas. Ich sag's ja nicht gerne, aber ihr habt euch meinen Respekt verdient. Wie ihr wünscht. So. So, neuer Tagebuch, ein Tag Dorn Kahn. Gruppe hat sich um zwei verschlechtert. Davor hat Mimo mich gewarnt. Sagt an. Und ja, er kann mindestens eine Stufe aufsteigen. Zweihänder ist er gut. Zweihänder Kampfstil. So. Was trägt er denn? Den Rancor plus 1 und einen Schienenpanzer. Mhm.
Wie kann ich helfen? So. Oh, Armbrustbolzen, die nehme ich gerne. Pfeile, Räuber, Skype. Oh, ein kleiner Schild. Das hat sich auch gelohnt.